Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Die Sonne ballert gerade so krass in mein Zimmer rein, dass ich den ISO-Wert auf die Hälfte reduzieren musste von dem vorherigen. Und ich hoffe, das Video wird jetzt nicht zu dunkel. Und bevor wir mit dem Video anfangen, ich war jetzt in einem Laden und ich habe mir dieses Oberteil gekauft und ich finde das richtig, richtig cool. Das ist hier so bauchfrei und durchsichtig und mit so Mustern und ich finde es richtig, richtig, richtig nice. Das hat umgerechnet unter 5 Euro gekostet, 4 Euro irgendwas, weil es reduziert war und ich bin richtig, richtig happy, dass ich es mitgenommen habe. Okay, wir fangen jetzt mit dem Video an, liebe Leute. Ich habe mir gedacht, wir machen ein neues Videokonzept, ein neues Videoformat. Also in der Hoffnung, dass das bisher noch nicht existiert. Ich habe es bisher noch nicht auf YouTube gesehen. Schreibt mir sehr gerne irgendwie unten in die Kommentare, falls ihr das schon kennt, falls ihr das schon mal irgendwie irgendwo gesehen habt. Ich persönlich bisher noch nicht. Wie ihr wisst, habe ich euch ein bisschen mitgenommen hier und da in ein paar Vlogs. Und das, was jetzt passiert ist, ist, dass ich so ein paar Ausschnitte gefunden habe, die ich irgendwie cool finde, die ich irgendwie lustig, witzig, süß, sonst irgendetwas finde, die aber jetzt in einem Vlog zu wenig Kontext hätten. Und also ich glaube, wenn ich die einfach so hochladen würde als Vlog, dann habe ich tatsächlich einfach zu wenig geredet in der Situation, als dass ihr den Kontext begreifen könntet. Die mitgefilmten Ausschnitte haben aber trotzdem eine Bedeutung und deswegen würde ich sie trotzdem gerne mit euch teilen. Und ich dachte mir, warum mache ich nicht einfach mal ein Vlog and Talk? Ein Vlog and Talk ist jetzt dieses Format, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Format, ja. Das ist ein Format, in dem ich die Vlog-Ausschnitte nochmal kommentiere. Also ihr werdet quasi gleich den Vlog-Ausschnitt sehen und ich werde euch gleich nochmal einen Kontext dazu geben. Ich werde euch sagen, wann, wo, wie, was irgendwie in dieser Situation passiert ist, wieso es genau zu diesem Vlog-Ausschnitt oder zu diesem kurzen Video, was ich mitgefilmt habe, gekommen ist. Und ihr habt dann quasi einen sehr, sehr breiten Kontext, sogar mehr als in einem normalen Vlog. Ihr habt dann quasi auf der einen Seite die Real-Life-Ausschnitte als Vlog und auf der anderen Seite nochmal einen Kommentar von mir. Ich finde, die Idee hat was. Also keine Ahnung, wir werden jetzt schauen, wie die Umsetzung ist, aber ich muss sagen, irgendwie gefällt mir die Idee. Der erste Videoausschnitt braucht meiner Meinung nach besonders viel Kontext. Die Leute, die meine letzten Vlogs geschaut haben, denen ist vielleicht ein netter Herr aufgefallen. Dieser nette Herr ist jetzt mein Freund. Wieso an dieser Stelle jetzt bis zu dem Punkt sozusagen Kontext gefehlt hat, ist, dass wir das noch nicht irgendwie offiziell gemacht haben. Wir haben da nicht drüber gesprochen und er ist dann zwischendurch irgendwie in Videoausschnitten aufgetaucht und ich wusste natürlich auch nicht, wie ich euch den vorstellen soll, weil wir da selber noch nicht drüber gesprochen haben. Und jetzt, nachdem wir drüber gesprochen haben, kann ich euch diesen netten Herrn jetzt als meinen Freund vorstellen. Das ist Carlos und er hat mir auch den Stachel von der Biene rausgezogen. Wir sind hier in einem etwas versteckteren Strand. Hier sind nicht so viele Menschen. Nichtsdestotrotz habe ich direkt das Glück gehabt, dass mich gerade eine Biene gebissen, gestochen hat. Gestochen mit einem Stachel. So. Und deswegen habe ich hier jetzt das Infektionsmittel, weil ich weiß mir nicht anders zu helfen. Ich werde jetzt einfach über diesen Bienenstich machen. Der wurde mir netterweise direkt rausgezogen, was ich sehr lieb fand. Ja, generell war das ja alles sehr verrückt bisher. Deswegen habe ich auch noch gar nichts gefilmt heute. Also welcome. Wir sind gerade in Playa del Carmen an einem Strand, der heißt Punta Esmeralda. Und den Rest werde ich, glaube ich, einfach in Ruhe erzählen, weil wir nicht mehr alleine sind. Ja, sehr verrückt, aber das erzähle ich euch irgendwann in Ruhe. Ja, un poco el dolor. Voy a hacer ahorita. Arde. ¿Sí te está ardiendo? No. Te quiero en chingo, me encanta tu humor. Creo que te gustó aquí, ¿no? Me gusta. An dem Tag zum Strand gefahren und auf dem Weg haben wir ein paar Deutsche aufgegabelt. Wir saßen nämlich in so einem Kollektivo, das sind so kleine Transporterbusse und dann habe ich plötzlich so zwei Menschen gehört, die auf Deutsch geredet haben. Also vorher habe ich halt diese Menschen auf Spanisch reden gehört und sie haben halt versucht nachzufragen, wie sie zu dem und dem Strand und zu dem und dem Punkt kommen und der Busfahrer hat es, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Und dann dachte ich mir so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt so deutsch aussehen oder irgendwie polnisch oder irgendeine Sprache, die ich kann, um denen halt irgendwie weiterzuhelfen. Und dann haben die plötzlich angefangen, miteinander zu reden und ich war so, oh, oh,
das ist Deutsch, das ist tatsächlich Deutsch. Ja gut, dann frage ich doch mal nach. Und dann habe ich halt nachgefragt und dann haben wir so ein bisschen geredet, sind ins Gespräch gekommen. Und dann sind wir tatsächlich alle zusammen ausgestiegen und wir haben uns dazu entschieden, dass wir alle gemeinsam zum Strand gehen. Und da sind wir dann halt in dieser Situation gelandet. Und wie soll ich da vloggen, Leute? Also jetzt so rückblickend kann ich natürlich super viel zu dieser Situation erzählen. Aber in dem Moment waren dann halt zwei komplett neue Personen sozusagen mit dabei. Und mein Freund, bei dem ich noch nicht genau wusste, ob er jetzt mein Freund ist, geschweige denn, ob er mitgefilmt werden möchte, ob ihn das stört, wenn ich das irgendwie kommentiere. Und dann war ich mir einfach unsicher. Dann habe ich ein paar Ausschnitte zwar mitgefilmt, habe mir natürlich Mühe gegeben, die Menschen nicht mitzufilmen. Aber ich glaube, ihr versteht, wieso das schwierig war, in dem Moment irgendwie einen Kontext aufzubauen. Und deswegen, ja, habt ihr jetzt den Kontext. Der nächste kleine Vlog-Ausschnitt, der zeigt tatsächlich die Eklipse, also die Sonnenfinsternis, die vor ein paar Wochen hier unter anderem auch in Mexiko sichtbar war. Das war super, super cool, es war super, super spannend. Ich habe teilweise versucht, irgendwie ein paar Sachen aufzunehmen. Mal hat es funktioniert, mal nicht so sehr, deswegen habt ihr hier jetzt auf jeden Fall ein paar Ausschnitte. War super, super cool, weil man hat tatsächlich diese Eklipse, also quasi diese Sonnenfinsternis, dass die Sonne und der Mond so teilweise so bedeckt waren, man hat es in den Blättern gesehen, also wirklich im Schatten. Der Schatten hat sich tatsächlich auf der Erde verändert. Der Schatten von den Blättern hat sich verformt, der eigene Schatten hat sich verformt. War super, super verrückt, war super spannend, war super cool. Falls ihr irgendwann mal die Chance habt, eine Eklipse mitzuerleben, guckt euch das auf jeden Fall an. Was auch sehr krass war, ist, dass die Farben sich verändert haben. Und ich habe versucht, das so ein bisschen mitzufilmen, aber das war tatsächlich in der Kamera nicht so einfach festzuhalten. Ich habe es versucht, Leute. Como cuánto tiempo se puede ver así antes de que te detecte ceguera temporal? Random. Tómale, tómale. No sé si funciona, vamos a intentarlo. No sé si se ve algo o no. Siento que tu iPhone va a servir más para eso. Se ve un poquito, pero no mucho. Es que apenas está iniciando. Sí. Mira, ya, ya se ve. Aquí ya se ve, de hecho esto es lo del eclipse, pero a través de la hoja. ¿Sí se nota? No es de esta hoja, si ves todas las rueditas, todas tienen lo mismo, ¿ya viste? Sí, sí. Wir sind jetzt gerade am Strand, aber eigentlich sind wir gar nicht am Strand, liebe Leute. Also, ich muss euch generell noch updaten wegen gestern, aber das erzähle ich euch in Ruhe, ja. Heute sind wir tatsächlich einen Tag später. Ich erzähle euch die Story nochmal, wie wir die Deutschen kennengelernt haben, aber jetzt gerade fühle ich mich etwas beobachtet. Aber es gibt heute nämlich einen Eclipse. Eine Eclipse heißt es, glaube ich, eine Eclipse. Wo quasi der Mond über der Sonne, sagt man das, die bedecken wird. Und ich wollte mir das unbedingt ansehen, man sieht es tatsächlich schon. Also ihr jetzt gerade überhaupt nicht. Ich habe versucht es zu filmen, ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber auf jeden Fall konnte man das durch so spezielle Brillen sehen. Ich ziehe mir gerade die Socken aus, falls ihr schon noch was mache. Und das war sehr, sehr spannend. Wir wollten uns auch diese Brille kaufen, aber das Ding ist, man kann sie nicht mehr kaufen. Die sind alle schon komplett ausverkauft. Und mittlerweile gibt es nur noch ein paar Leute, die so nett sind, dass sie einem tatsächlich einfach die Brillen leihen. Und die haben uns gerade auch die Brillen schon geliehen. Und ich habe einmal versucht, die Kamera so drüber zu halten. Ich habe keine Ahnung, ob man es sieht. Es ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Also durch die Brille hat man es auf jeden Fall mega cool gesehen. Und also mich hat es auf jeden Fall sehr begeistert. Und es ist ein sehr schöner Abschluss für diesen kleinen Ausflug, den wir hier gemacht haben. Ja, también hay que cobro. Hinten findet diese Eklipse statt, beziehungsweise da warten alle drauf und schauen sich das schon an. Wir sind jetzt aber gerade zum Meer gegangen, weil ich muss unbedingt mich einmal abkühlen, liebe Leute. Ich werde jetzt auf jeden Fall einmal ins Meer reingehen. Irgendwie sexy. Estoy grabando. Wir sind gerade dabei zu entdecken, dass bei dieser Eclipse. Ahí se ve el eclipse en tu cabello, ¿ya lo viste? El cabello. Sí, cuando lo traspasa a las lunitas. Das ist bien raro. Sí, te estoy diciendo. Also das ist mein Schatten, ne? Und wenn ihr jetzt glaubt, der ist so irgendwie verschoben oder so, nein, der ist wirklich so komisch klein. Seht ihr das? Der ist ganz, ganz, ganz komisch irgendwie. Und was man auch sieht, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Das Licht ist ganz anders. Das Licht wirkt wie mit einem Filter. Es wirkt irgendwie surreal. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Also so surreal, wie ihr das vielleicht wahrnehmt, Leute.
So surreal ist es tatsächlich auch. Es sieht übelst komisch aus. Hol an, du Kamera. Was ist denn da, no? Se ve nada, no? Oh, sí. Ay, sí se ve. Ay, qué cool. Qué raro. Okay, da seht ihr auf jeden Fall ja, die Sonne, den Mond, wie auch immer, die Eklipse. Mega spannend, also so sieht man es nicht. Mit bloßem Auge kann man es so semi erkennen, aber mir wurde gesagt, wenn ich nicht blind werden will, dann lasse ich das lieber. Deswegen habe ich nur ganz kurz eine Sekunde geschaut. Ja, also mega, mega spannend. Uns wurde das gerade geliehen von Einheimischen, glaube ich. Ja, mega, mega lieb. Aber Leute, ich schwöre euch, das Licht sieht einfach so komisch aus. Seht ihr das? Also keine Ahnung, ob man das in der Kamera, in der GoPro sieht, aber es wirkt wirklich, als würde man einen Filter haben. Also es würde man wirklich so im Real Life durch die Gegend laufen am Strand mit einem Filter in den Augen. Also es ist richtig, richtig komisch. Ich schaue mal, ob ich gleich nochmal eine Brille organisiert kriege, dass ja, ich nochmal die Kamera draufhalten kann mit dem Handy vielleicht. Aber ja, ich hoffe, man sieht überhaupt, dass sich das alles gerade wie so ein krasser Filter irgendwie anfühlt. Also es ist wirklich einfach wie ein krasser Filter aus, Leute. Mein Freund und ich, wir haben tatsächlich uns in den Augen richtig krass gespiegelt. Also es war ganz komisch. Normalerweise sieht man ja irgendwie die Iris und die Pupille und so. Und wir haben uns in die Augen geschaut und wir haben uns einfach wirklich krass gespiegelt. Also alles hat sich gespiegelt. Als hätte man eine Sonnenbrille an. Als wäre irgendwie das Auge eine Sonnenbrille mit so einem Spiegeleffekt. Das war ganz komisch und krass und beeindruckend gleichzeitig. Man merkt jetzt gerade auch, es wird langsam ein bisschen, ich bin absolut unverantwortlich, Leute, aber ich muss einmal kurz nochmal da reingucken. Ja, man sieht so ein bisschen. Also ich mache immer so die Hand davor und dann gucke ich einmal kurz und dann mache ich die Hand wieder davor. Also ich möchte ja nicht irgendwie blind werden oder so. Also man wird wohl angeblich für ein oder zwei Tage irgendwie so ein bisschen blind, in Anführungsstrichen. Das möchte ich nicht, aber also man sieht auf jeden Fall, dass es dunkler wird, dass irgendwie alles so ein bisschen mit so einem Filter belegt ist. Jetzt gerade ist da aber auch eine Wolke zwischen, muss man dazu sagen. Ne? Aber unabhängig jetzt von der Wolke ist es krass beeindruckend, weil alles irgendwie anders aussieht. Welcome back im Hier und Jetzt, liebe Leute. Das waren die Vlog-Ausschnitte, bei denen ich mir nicht sicher war, wie ich sie irgendwie in einem Vlog einfach zusammenpacken konnte, ohne euch Erklärung zu geben, weil ich glaube, dass das sonst ziemlich verwirrt gewesen wäre. Und ich habe echt lange überlegt, wie ich das irgendwie so zurechtschneiden könnte, dass es Sinn ergibt, und bin dann halt einfach wirklich zu dem Schluss gekommen. Wir machen daraus ein Vlog and Talk. Ich hoffe, euch hat dieses Videoformat gefallen. Ihr dürft mir sehr gerne euer Feedback in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Habt ihr schon mal eine Eklipse oder andere Naturphänomene gesehen und mitbekommen? Fandet ihr sie auch so faszinierend? Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Oh nein, jetzt ist die Sonne weg. Guckt dieser ISO-Wert, Leute. Guckt dieser ISO-Wert. Die Sonne ist gerade spontan verschwunden, jetzt so am Ende meines Videos. Die hätte ruhig 2 Minuten länger bleiben können. Ich habe jetzt den ISO-Wert nochmal verdoppelt. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt wieder. Jetzt weiß ich nicht, ob es hell genug ist. Falls ihr noch mehr solcher Momente sehen möchtet, folgt mir doch sehr gerne auf Instagram. Da heiße ich Lailas Vibes. Von potenziellen Eclipse-Momenten bis hin zu meinem morgendlichen Kaffee mit Öl ist da auf jeden Fall einiges dabei in meinen Stories. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch immer über einen Daumen nach oben. Und ihr dürft mich auch sehr gerne abonnieren auf YouTube. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich wünsche euch noch einen super, super schönen Sonnigen Tag und hoffentlich bis bald.